Heute ist auch Bösemann und Manuelsen dran. Ja. Was ist so dein Tipp für diesen Kampf? Ich sage dir, der Manu macht das heute. Ich habe vorhin mit ihm geredet und ich war auch bei seinem letzten Kampf dabei. Und ich habe gesehen, wie abgelenkt er war und ich habe diesen Fokus heute in seinen Augen gesehen. Ich sag euch, der macht das heute. Das ist interessant, dass du das gerade mit den Augen ansprichst, weil Bösemann sagt, er hat Angst in seinen Augen gesehen. Nein, nein, das versucht er, um halt diesen Eindruck zu hinterlassen bei den Leuten. Okay, dies, das, ich habe das erste Mal gewonnen. Natürlich geht Manu bestimmt mit etwas Respekt an der Sache, weil er hat gesehen, was passieren kann im Kampf. Aber ich denke, der Manu ist halt diesmal wirklich top vorbereitet. Ich habe auch gestern den Stairdown habe ich mir online angeguckt, weil da noch unklar war, ob ich zu Gericht muss oder nicht. Da habe ich mir das angeguckt und ich habe diese Entschlossenheit in Manus Augen gesehen. Und vorhin habe ich mit ihm geredet und ich spüre dieses Feuer. Ich habe es einfach gespürt und ich denke, der Manu macht das heute. Was glaubst du, welche Runde? Das weiß ich nicht. Ich denke mal so in der zweiten oder dritten wird sie schon bemerkbar machen. Also, okay, okay. Also vorzeitig auf jeden Fall. Okay. Vorzeitig.